Oh! Alter. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. An der gleichen Position, wo wir beim letzten Part aufgehört haben. Als wir da oben den komischen Ritter noch gesehen haben. Das machen wir mal das Licht an. Und dann machen wir hier direkt weiter. Und der jetzt hier den Drachen hochgekraxelt. Nur einer? Nur einer? Okay. Hi. Aua. 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 Nicht so doll. Nicht so doll. Tut weh. Und wieder ein Trank verschwindet. Ey. Mist. Ja, die sind nicht ohne. Hier mal runter gucken. Da gibt es ein bisschen was zu sehen. Okay. Weiter geht's. Gucken, was hier noch kommt. Eine Gnade wäre nice. Hör auf. Eine Vorsicht vor links. Ja, das habe ich gerade selber rausgefunden. Danke. Eine Elva-Rune. Okay, hier können wir runterspringen. Frage ist nur, ob wir wieder hochkommen. Okay, ey, Mann, wie weit geht's denn hier noch? Ich wollte eigentlich erstmal den Brunnen noch erforschen. Na, also, eine Gnade. Sehr schön. Hätten wir uns jetzt langsam nämlich mit unseren Anrufungen heilen müssen. Oh, Junge, ey. Sieht wieder so ein bisschen nach Boss aus. Monstrum voraus, sozusagen Freund benötigt, ja. War mir fast klar. Was? Stockschwert. Gucken wir uns kurz einmal an. Stockschwert. Da ist es. Okay. Das geliebte Schwert eines alten Ritters, das ihn durch unzählige Missionen begleitet hat. Aber gen Ende diente es ihm nur noch als Gehstock. Die Spitze ist ziemlich abgenutzt. Obwohl vom Alter gebeugt und längst zu schwach, das Schwert noch zu heben, wollte er dennoch mit seiner Waffe in der Hand sterben. Okay. Interessant. Wieder diese Blasenheinis. Der hat mich verfehlt zum Glück. Ein Hebel? Möchte ich wissen, was der Hebel jetzt macht? Hier schon? Nee, ne? Hier waren wir auf gar keinen Fall. Okay. Dann schauen wir mal, was der Hebel macht. Was passiert gerade? Oh, toll, ich habe nicht gesehen, was jetzt passiert ist. Kann den aber nicht nochmal ziehen. Okay. Schon gern gesehen, was jetzt passiert ist. Na gut. Vielleicht sehen wir es ja noch. So, Monstrum voraus, hat er gesagt.
Na, es ist wieder so ein Gargoyle-Typ. Goldene Saat, okay. Oh Mann. Kann ich kurz meine Waffe verstärken, bitte? Ich kann leider keine Mimik rufen. Ja, das ist wieder so einer. So ein schwarzer Klingen. Typ. Alter. Alter. Okay. Der ist hart drauf. Okay. Alter. Klar. Wenn du abhaust, dann drücke ich dir Pfeile rein, ey. Kann ich dich vergiften? Das wäre cool. Okay. Ich glaube, den kann man nicht vergiften. Alter. Gut, okay, nichts mit vergiften. Ja, ist doch okay jetzt. Meine Güte. Hau rein. Meine Fresse. Gargoyle-Hellebarde. War die nicht auch schon? Gargoyle-Hellebarde. Die Gargoyle-Schwarz-Hellebarde haben wir ja. Genau wie bei ihrem Träger wurde auch hier fehlende Teile mit Leichenlipid repariert. Ein Flickwerk für Champions. Okay. So, ich hätte gerne die goldene Saat, bitte. Danke. Da geht's wieder runter. Item. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Was, jetzt kann ich hier auch noch hoch. Oh Mann. Oh Mann. Verlauf mich hier wieder sonst wohin. Den hatten wir schon mal als Boss. Hi.
Kannst du so viel schreien, wie du willst. Hast du bewacht? Shit, auf dem Baum müssen wir wirklich noch rumlaufen. Oh Mann. Springen voraus benötigt, ja, das wir können auch da oben lang laufen. Gut, gut. Da geht es wahrscheinlich in Richtung Erdenbaum. Sieht man ja hier, ne, die Wurzel. Aber wir gucken hier erstmal hier weiter. Kann ich Torrent rufen? Nein. Wieder ein Kolosseum, ne? Die anderen konnten wir ja nicht betreten. Vielleicht dieses hier. Eieiei. Fingermedizin. So, was kannst du? Noch einer davon. Ritualschild Talisman. Ritualschild Talisman. Da ist er. Erhöht die Verteidigung bei maximalen LP. Nicht schlecht. Und? Können wir nicht aufmachen, war klar. Unerwartet das Umkehr. Schade. Also können wir hier auch nicht rein. Sitzen nach welcher. Aber es ist schon mal schön, dass es jetzt hier nicht weitergeht. Gerade noch so viele andere offene Wege. Mit dem Hund, ich darf das mit dem Hund nicht vergessen. Was? Ach nee. Okay, da haben wir wieder den Typi mit der goldenen Maske. Also hat es ja doch einen Sinn, hier hochzukommen. Da hinten ist doch schon wieder ein Boss-Nebel. Über den Baum kommen wir also zum Boss. Okay. Ja, ich quatsch gleich mit euch. Ich möchte aber gerne noch gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Sternenfaust. Sternenfaust, eine Faustwaffe. Da. Löst Blutverlust aus. Nett. Diese Waffe wurde früher in brutalen Faustkämpfen vor großem Publikum eingesetzt. Hm, nett.
hier das Ende war. Ja. Okay. Dann quatschen wir mal mit den beiden. Na, hast du fast geschafft, bist du fast da. Oh, was that you? Sorry, I hardly noticed. I'm a little shaken since the master ceased his movements. Hast du was Neues für mich? Nicht so wirklich, wa? The master's reflections had heightened as we neared the Erd Tree. While still a precise calculus, the rhythms grew increasingly wild until he simply ceased. Now the master is facing quite the puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true god. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radagon, also appeared. Who exactly was Radagon? The master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. Curse my mediocre mind. The master only has me. And here I fail him. Who exactly was Radagon? The master is stumped. His finger. But the Erd Tree. Oh, why must these quarrel? We were on the very cusp. Who exact the master is stopped. His finger has remained still. But oh, how important could it really be? The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Ja, es wird doch nicht alles so zuckersüß, wie du dachtest, wa? Okay. Vielleicht haben wir ja die Quest jetzt wieder weiter vorangetrieben. Aber dann gibt es ja jetzt hier nichts weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. So, man hätte auch hier hochgehen können. Okay. So, Baum oder nicht Baum? Da oben kommt nämlich der Boss. Das heißt, wir machen das wahrscheinlich erstmal später. Erstmal hier alles erkunden. Okay, hier hatten wir noch einen Gang, der nach unten ging. Ein Gang, der nach unten ging. Genau. Das war der hier. Und den Brunnen müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Na, die schon wieder. Ach so, kommen wir da auch hoch. Okay, dann können wir ja hier runter. Uns hier noch ein bisschen umschauen. Da ist noch ein Item. Oh, ein Hund. Zwei Hunde.
Wertvolles Objekt voraus. Ja, bestimmt nicht, ey. Bestimmt nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Hä, wo sind wir denn jetzt? LOL. Das sieht wie die Tafelrundfeste aus. Oh! Alter. Sieht ja original aus wie die Tafelrundfeste. Okay, alles klar. Aber das, meine lieben Freunde, schauen wir uns im nächsten Part an. Denn hier ist Ende. Damit sage ich wieder, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part in der zweiten Tafelrundfeste wieder. Vielen Dank. Haut da rein.